Frau Präsidentin. Sehr geehrte Abgeordnete Luger, ich komme meiner mahnenden Aufgabe als Frauenministerin gleich nach. Grüninnen in der Form zu sagen, wie Sie das verwenden, ist extrem despektierlich und für eine Frauenministerin, für eine Frau, für einen Menschen nicht zu akzeptieren. Gleichstellungs- und Frauenpolitik ist eine der zentralen Aufgaben in allen Politikfeldern. Die Frage, ob ich ein Frauenministerium brauche oder nicht, die auch vom Herrn Kollegen Lopatka irgendwie genickt wurde, dass man da vielleicht drüber nachdenken sollte. Ich glaube, Sie haben nicht zugehört und wahrscheinlich falsch genickt. Frauenagenden gehören in alle Politikfelder verteilt. Und die Frage, dass Frauenpolitik Chefsache sein soll, ja, das ist so. In den Organisationen, wo ich herkomme, nämlich im ÖGB, war Frauenpolitik Chefsache. Und zwar insofern Chefsache, als ich mit dem Erich Vogler in einer wirklichen Gleichstellung gemeinsam für Frauenagenden verhandelt habe. Und dass Frauenagenden, auch die Agenten meines Erich Voglers waren. Und vom Herrn Bundeskanzler Kern kann ich Ihnen nur erzählen eine Geschichte, die länger zurückliegt. Ich habe die Frau des Herrn Bundeskanzler Kern, die Eveline Steigenberger Kern, viel früher kennengelernt bei einer Veranstaltung. Da war er noch in der ÖBB. Und da war die Frage, wie zwei Menschen, die so im Berufsleben stehen, gemeinsam ein Kind großziehen, wie das funktionieren kann. Und da hat sie gesagt, ganz einfach, halbe, halbe. Und zwar wirklich halbe, halbe. Es gibt Tage, wo er zu Hause ist und das Kind betreut und es gibt Tage, wo ich zu Hause bin. Das heißt, ich weiß auch, dass in meiner Partei Frauenagenten, Gleichstellungsagenten auch bei uns Chefsache sein werden. In der Frage, wie wir die Programme weitergehen, ist es ganz völlig klar. Die Frage der Einkommensungerechtigkeiten, glaube ich, ist das Problem, das Österreich, die Österreicherinnen am meisten beschäftigt. Und es ist nicht die Teilzeit, die den Unterschied ausmacht, weil die Vergleiche in den Einkommensberichten vergleichen zwei völlig gleiche Beschäftigungsverhältnisse. Was es ist, sind Dinge, die nicht aufgenommen sind, wie Zulagen, Remunerationen, all diese Dinge, wo man Unterschiede merkt. Deswegen wird es eine der Aufgaben sein, und da hoffe ich sehr auch auf die Unterstützung des Koalitionspartners, weil wir die Wirtschaft dazu brauchen werden, sind die Einkommensberichte weiterzuentwickeln, sie aus den Schubladen der Personalvertreterinnen und Betriebsrätinnen herauszuholen und sie zu einem wirklichen Instrument zu machen, das Gleichstellung auch leben lässt, auch in der Frage der Einkommen. Und zur Frage, ich glaube, die Sigrid Maurer, was sie gesagt hat, der Geräuschpegel geht zu hoch bei den Frauenthemen. Das bin ich von den Gesundheitsthemen schon gewöhnt, da ist es meistens dann oft leerer. Bei den Frauenangelegenheiten kann der Geräuschpegel gut hochgehen. Ich denke, wenn wir heute gehört haben, wie unterschiedlich die Positionen zu 51% der österreichischen Bevölkerung sind, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier hitzige, spannende Diskussionen führen werden über das Bild der Frau, das die einzelnen Parteien haben, wo es den Frauen als Wählerinnen dann vielleicht auch erleichtern wird, wo sie in Zukunft ihr Kreuzerl bei der Wahl hinmachen. In diesem Sinne freue ich mich auf wirklich gute Zusammenarbeit mit allen von Ihnen im Sinne der österreichischen Frauen. Frauenagenten gehören in alle Politikfelder, sagte Sabine Oberhauser, und sie freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen.